Hallo ihr Lieben, ich habe für euch eine Oreo-Sahnetorte, die super schnell gemacht ist und noch nicht mal in den Ofen muss. Für dieses Rezept nehmen wir Oreos für den Boden, außerdem eine leckere Sahnecreme, die wir anschließend für das Topping zu einer Schokocreme verwandeln und dann wird das Ganze mit Oreos getoppt. Die Torte ist super einfach und damit auch wunderbar für Anfänger geeignet. Nun kommen wir aber mal zu den Zutaten. Für den Boden benötigen wir Oreo-Kekse und ein paar habe ich mir schon zur Seite gelegt für die Deko. Außerdem geschmolzene Butter und für die leckere Sahnecreme benötigen wir kalte Schlagsahne, etwas Magerquark, Mascarpone, zum Süßen gezuckerte Kondensmilch, Vanilleextrakt oder Vanillezucker, etwas Sahnestandmittel und für das Topping später noch ein wenig Backkakao. Zuallererst wird der Boden vorbereitet und hierfür geben wir die Oreo-Kekse komplett mit Creme einmal in unseren Blender und dann mixen wir das Ganze richtig schön fein. Sobald dann die Oreo-Kekse schön fein gemixt wurden, geben wir die flüssige Butter mit hinzu. Sobald sich dann die zwei Zutaten miteinander verbunden haben, ist unser Boden auch schon vorbereitet. Jetzt habe ich mir einen Backring auf meine Tortenplatte gelegt und gebe da den kompletten Oreo-Boden hinein und drücke ihn schön fest. Das funktioniert am allerbesten mit einem Glas. Und sobald ihr das Ganze dann schön fest angedrückt habt, ist euer Boden auch schon fertig und kann bis zur Weiterverarbeitung in den Kühlschrank. Die Mascarpone-Sahnecreme ist auch super schnell hergestellt. Wir geben zuallererst Mascarpone und Magerquark in unsere Rührschüssel. An der Stelle gebe ich auch noch den Vanilleextrakt und unsere gezuckerte Kondensmilch dazu. Die zwei Zutaten sorgen für die Süße. Mir persönlich ist das schon süß genug und allen anderen in der Familie auch. Aber wenn ihr das Ganze süßer mögt, gebt gerne etwas Puderzucker mit hinzu. Danach kommt auch die Schlagsahne mit hinzu und wenn alle Zutaten schön kalt aus dem Kühlschrank kommen, dann kann auch nichts schief gehen. Jetzt wird das Ganze auf niedriger Stufe erstmal so lange verrührt, bis die Zutaten sich einigermaßen miteinander verbunden haben. Nach wenigen Momenten geben wir auch schon das Sahnestandmittel mit hinein. Und dann erhöhen wir die Stufe, gehen auf die allerhöchste und lassen das Ganze richtig schön steif schlagen. Nach nur ein, zwei Minuten ist unsere Mascarpone-Sahnecreme dann auch schon fertig und kann auf den Oreo-Boden gegeben werden. Einen kleinen Teil der Sahnecreme lasse ich allerdings noch in der Schüssel, denn den benötigen wir später noch fürs Schokotopping. Wer noch zusätzlichen Oreo-Geschmack in der Sahnecreme haben möchte, der kann an der Stelle noch gehackte Oreos mit hinzugeben. Außerdem können Früchtefans auch an der Stelle noch zum Beispiel Erdbeeren oder Bananen oder sonstige Früchte mit hinzugeben. Sobald die Oberfläche dann schön glatt gestrichen wurde, geht's auch schon weiter. Jetzt muss die Oreo-Torte für mindestens 2 Stunden in den Kühlschrank. Je länger sie im Kühlschrank ist, desto fester wird sie. Mit der übrig gebliebenen Sahne machen wir jetzt ein Schokotopping und dafür geben wir unser Backkakao hinein und heben das gut unter. Das Topping muss ebenfalls gekühlt werden, da es ja aus Sahne besteht. Und sobald dann auch die Kühlzeit rum ist und ihr den Backring entfernen könnt, fehlt nur noch die Dekoration. Damit die Ränder der Torte jetzt auch schön gerade sind, streiche ich sie nochmal glatt mit meiner Winkelpalette und dann geht's auch schon weiter mit dem Frosting.
Dekoration nehme ich einen Spritzbeutel mit einer offenen Sternthülle und spritze damit 12 dekorative Rosetten. Die Oreos, die ich mir anfangs zur Seite gelegt habe, habe ich durch zwei geteilt und gebe sie jetzt auf mein Schokofrosting. Die Oreo-Sahnetorte hält sich im Kühlschrank bis zu 3 Tage. Ich bin mir sicher, dass ihr sie allerdings schon am ersten Tag vollständig vernascht. Vom Geschmack her und vom Zeitaufwand hat mich die Torte total überzeugt, denn ihr habt mit wenig Aufwand eine kinderleichte und super leckere Oreo-Torte. Falls ihr jetzt auch Lust habt, die Oreo-Sahnetorte nachzumachen, dann schaut gern mal unten in die Infobox. Dort habe ich für euch wie immer alle genauen Mengenangaben aufgeschrieben. Ansonsten danke ich euch fürs Einschalten, wünsche euch ganz viel Freude beim Nachmachen und sag bis zum nächsten Mal auf Kikis Kitchen.